Diese Brücke von Afghanistan nach Usbekistan ist die einzige Verbindung zwischen den beiden Ländern. Vor noch nicht langer Zeit war dies ein beliebter Zwischenhalt auf der legendären Seidenstraße. Heute fahren hier nur noch selten Züge. 80 Kilometer weiter in der afghanischen Provinzhauptstadt Mazar-i-Sharif. Bei einigen Unternehmen ist der Umsatz um fast 70% eingebrochen und das in weniger als 10 Jahren. Nach dem Sturz der radikal-islamischen Taliban 2001 blühte der Handel auf. Doch seit dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes ist hier tote Hose. Früher gab es hier viele Büros von Ausländern. Sie haben uns viele Aufträge gegeben. Jetzt kommen keine Aufträge mehr von Ausländern. Früher haben sie uns geholfen, aber jetzt haben wir gar nichts mehr. Nach Jahrzehnten Bürgerkrieg und Gewalt liegt Afghanistans Wirtschaft am Boden. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Land produziert nur wenig selbst. Dazu kommen Probleme beim Export. Firmen beklagen hohe Steuern. Außerdem, so heißt es, verzögerten Nachbarländer die Transporte aus Sorge vor unliebsamer Konkurrenz. Wenn Firmen Rosinen oder Mandarinen exportieren wollen, muss die Ware in Hayratan an der Grenze zu Usbekistan zu lange warten und dann wird sie schlecht. Früher haben wir Mandarinen, Rosinen und Kartoffeln nach Usbekistan und Zentralasien exportiert. Afghanistans Handel mit zentralasiatischen Ländern ist in 6 Jahren um 60% eingebrochen. Düstere Aussichten für das Land, das in vielen Teilen immer noch von Gewalt und Unsicherheit geprägt ist.